So, wie eben erwähnt, treffen wir uns wieder zur Sudan-Mission und wir haben eben von Osten angegriffen, jetzt greifen wir von Westen an. Ich kann, ne, wie man auch sieht, ich kann hier dazu das Abschlussvideo noch nicht sehen, weil ich es noch nicht gemacht habe. Ich habe auch noch keine, keine Auszeichnung dafür gekriegt. Deswegen schließen wir jetzt die Nordmission Nummer 3 Bertha ab. Und natürlich der Vollständigkeit halber schauen wir nochmal das Video. Schätze, Kane wird zufrieden sein, wenn ich ihm von deinen Fortschritten berichte. Aber sowas von. Ein Wort von mir zu Kane bewirkt eine Menge in der Bruderschaft. Ich glaube, das sieht Kane anders. Hinter diesen Mauern schmachten Freunde und Gefolgsleute der Bruderschaft. Befreie sie um jeden Preis. Erobere das Gefängnis, aber lass es dabei stehen. So, wir sind in der Mission, starten direkt. Ich starte diese Mission mit zwei Notbikes weniger, mit keinen Bazooka-Schützen, aber dafür mit drei Ingenieuren. Die hatte ich letzte Mission nicht. Du bist echt extrem ineffektiv dagegen. Jawohl, Sir! Brecher auf! In Ordnung! So. Also wie man daran sehr schön sieht, halt nicht nur das Startgebiet ist immer dann ein anderes, sondern auch so die Voraussetzungen, mit denen man in die Mission reingeht, sind andere. Einsatz hier nicht möglich. Machen wir jetzt einfach mal direkt die zweite Raffinerie, weil ich ja eben damit etwas schlecht gefahren bin. Ich habe mir direkt zu Beginn sehr schön die Truppen zerschießen lassen. Weil ich ein bisschen zu stürmisch unterwegs gewesen bin. Ne, hier konnte ich die nicht. Ne, ich dachte gerade, ich konnte die einnehmen, aber das war ein anderer Teil, das kam später. So, dann unsere Hand von Nott. Abgebrochen. Um ein paar treue Gefolgsleute herbeizurufen. Konstruktion fertig. Dann bauen wir noch ein Kraftwerk und dann kommt noch eine Radaranlage. Jawohl, Sir! Oder Radarzentrale heißt das ja hier so. Jawohl, Sir! In Ordnung! Einheit verloren! Da war ich zu langsam. Aber ich muss auch so ein Buggy stelle ich mir gegen den einzelnen Soldaten irgendwie effektiver vor, aber. Na gut. Brecher auf! Wie bin ich das zu beurteilen? Jawohl, Sir! In Ordnung. Mal gucken, ja, damit locke ich die ja immer so ein bisschen an. Brecher auf. Jawohl, Sir. Komm mal runter. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Haltet die mal auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Sehr schön. Jawohl, Sir. Brecher auf. Seht das? Einheit verloren. Brecher auf. Erst drüber. Sehr schön. Jawohl, Sir. In Ordnung. So, sammelt euch mal hier unten, dass ihr gleich den Sammler von den Gegnern platt machen könnt, was ja auch eigentlich immer eine ganz gute Idee ist. So, dann bauen wir mal 15 und 5. Ingenieure habe ich ja bereits genug. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Ah, da kommt der Sammler. Wird gebaut. Schnappt ihn euch, meine Mannen. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Wird gebaut. So, den wollen die natürlich um jeden Preis beschützen, haben sie jetzt aber verhauen. Konstruktion fertig. Hoffe ich nur, dass nicht sofort alle meine Einheiten sterben. Konstruktion fertig. Na? Wird gebaut. Geldmittel unzureichend. Das hat doch ganz gut geklappt.
Jawohl, Sir. Schon dabei. Konstruktion fertig. Das hat sehr gut geklappt. Gebaut. Jawohl, Sir. So, jetzt warte ich noch auf die Bazooka-Schützen kurz und dann können wir schon losstürmen. Ich gucke jetzt mal, ob in dieser Mission vielleicht mal was drin ist, in der Kirche. Ich kenne das immer noch so, dass da eigentlich fast immer irgendwelche Kisten drin waren. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt auch mich nicht darüber informiert, ob es überhaupt noch Kisten gibt. Wird gebaut. Muss ich ganz offen zugeben. Konstruktion fertig. Ne, irgendwie wieder nicht. Naja. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. So, dann lege ich die mal auf die 2. Ihr jawohl, kommt auf die 1. Und dann gucken wir mal. Sofort, Sir. Der hat noch eine Waffe. Also ich weiß nicht, aber der wurde zumindest mir als GDI-Sympathisant angezeigt. Indem er gelb auf der Map angezeigt wurde. So, und schnappt ihn euch. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ja, ich glaube, die hier eigentlich schon mal direkt rüberholen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ist jetzt fertig. Was habe ich mir denn für eine Mühe gemacht? Also die B-Mission ist ja jetzt bei weitem leichter. Also es gibt hier auch keinen Geschützturm, der mich irgendwie nervt. Überraschend. Nein. Oh. Oho, das wäre ja beinahe schief gegangen, wenn die jetzt beinahe voll in den Buggy reingelaufen. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Aber Bazooka-Schützen klären, naja, bis auf einer. Ups. Falscher Trupp. Jawohl, ah, doch, da ist der. Einheit verloren. Okay. Einheit verloren. So, ja, gut. Das war's dann auch schon. Das ging jetzt knapp an der Hälfte der Zeit. Wird gebaut. Bauen wir mal ein Silo. Konstruktion fertig. Jetzt kann ich mich 3500 speichern. Jawohl, Sir. Was jetzt sehr wichtig ist zum Ende der Mission. Ist jetzt hier noch so ein Turm, so alle tot. Einsatzziel erreicht. Sehr schön. Können wir hier wieder den Army Man joggen zu sehen. Ja, und damit hätten wir nach knapp 7 Minuten die B-Mission freigeschaltet. Auch etwas effektiver als die A-Mission gerade, oder besser gesagt, bei weitem effektiver. Aber man sieht auch viel weniger Einheimische gestorben. Also bei der A-Mission hatte ich fast doppelt so viele, oder überdoppelt so viele GDI-Soldaten erschossen. Bei mir sind, ich glaube, 5-mal so viele Nordtruppen gestorben. Also war schon ein signifikanter Unterschied. Aber good to know. Wo geht's denn jetzt als nächstes hin? Ah, da nehme ich dann natürlich wieder das obere und wir gehen nach Tschad. Alles klar, meine Lieben, wir sehen uns im nächsten Video in Tschad.